So, wir sind am Stand von Line 6, die dieses Jahr überraschenderweise gar nicht auf der Musikmesse vertreten sind, sondern auf der ProLight und Sound, was daran liegt, dass sie gitarrentechnisch im Moment nichts Neues am Start haben, aber dafür eine absolute Weltneuheit, die auch schon auf der NEMM vorgestellt wurde. Das ist ein neues PA-System und neben mir ist der Chris Basner. Grüß dich, hi. Mit was haben wir es hier zu tun? Hiermit haben wir es mit dem ersten intelligenten Mischsystem für die Live-Beschallung zu tun, mit speziellem Augenmerk auf den Musiker. Denn wie man unschwer erkennen kann, haben wir hier eine Touchscreen anstelle von herkömmlichen Fadern und eine virtuelle Bühne, auf der ich mir quasi meine Musiker aufbaue. Und weil die Herausforderung für viele Musiker ist, die ihre eigenen Bandsound machen, ist, dass sie nicht unbedingt Toningenieure sind und das Know-how und das Fachwissen unbedingt mitbringen und sich lieber auf die Performance konzentrieren wollen. Und wie gesagt, ich sagte, das ist erste intelligente oder smarte Mischsystem, denn ich benutze einfach nur meinen Finger und hinter diesen Bildern ziehe ich mir meine Band zusammen sozusagen. Ich sag mal hier Gesang, Schlagzeug vielleicht, bisschen Bass, bisschen Gitarre. Oder wenn ich direkt zum Beispiel einstecke hier in den Monitor, dann werden direkt die Monitore geladen. Das heißt, das Mischgerät oder das Mischpult weiß im Prinzip, was ich machen will und gibt mir die entsprechenden Bilder auf der Bühne. Und hinter jedem dieser Bilder verbirgt sich ein kompletter Kanalzug mit verschiedenen Effekten, die schon vorkonfiguriert sind, dass ich direkt hier für den Gesang schon einen guten Vocal Sound habe. Möchte ich den verändern, gehe ich hier auf Tweak und da habe ich dieses XY-Pad, da ich mit dem Finger im Prinzip einstellen kann, wie es klingen soll. In dem Fall der Kompressor jetzt? Genau, hier der Kompressor, Ton habe ich zum Beispiel hier. Und oftmals ist es ja so, wenn ein Musiker mit einem Toningenieur redet, dann benutzt er emotionale Wörter, wie mach mal ein bisschen heller oder es ist ein bisschen zu mumpfig und sowas. Und das war für uns die Inspiration zu sagen, anstelle von Frequenzbändern und ähnliches benutzen wir Wörter. Und ich nehme hier meinen Finger und drehe so lange, bis es gut klingt. Wenn ich sage, mach mal ein bisschen heller, zack, hier, bis es gut klingt. Was tatsächlich unter der Haube passiert, ist eigentlich, dass mehrere Parameter gleichzeitig geändert werden. Ist eigentlich für mich als Musiker momentan nicht so wichtig. Allerdings, wer etwas tiefer in die Materie gehen will, hier gibt es halt diesen Deep Tweak Modus. Da sehe ich hier meinen Channel Strip auf der linken Seite. Und da kann ich zum Beispiel hier in den EQ gehen und dann den etwas feiner einstellen, entweder mit dem Finger oder hier mit den Encodern, wenn ich halt weiß, was ich tue. Ich sag mal, das ist ja so ein bisschen, manche kennen vielleicht so das System so ein bisschen von GarageBand, was auf dem Mac drauf ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von meinem Mac her zu Hause weiß, meine Gitarre muss bei 800 Hertz irgendwie angehoben werden, kann ich auch direkt dann reingehen. Ich muss nicht über diesen XY-Code gehen, sondern einfach kann auch dann direkt reingehen in die Geschichte. Correcto mundo, wie der Franzose so sagt. Auf alle Fälle habe ich die Möglichkeit, sowohl sehr simplistisch zu arbeiten, als auch ins Detail zu gehen. Eine andere schöne Anwendung ist, was wir Quick Capture Modus nennen. Es ermöglicht mir das Aufnehmen von 20 Sekunden Performance, die direkt in den Mixer geht. Das heißt, ich könnte zum Beispiel meiner Band sagen, Jungs, spielt doch mal einen auf und wir spielen für 20 Sekunden, ich nehme es auf und dann kann die Band sich entspannen und es wird keine Stereosumme aufgenommen, sondern jeder Kanal wird einzeln aufgenommen und ich kann dann später hingehen und den mischen, während die Band zum Beispiel Dressing Room ist oder an der Bar oder wo sich Bands sonst so aufhalten. Keine nervenden Soundchecks mehr, sondern die Jungs spielen einmal eins, wenn alle Signale aufgezeichnet und dann schickst du die erstmal wieder Pizza essen. Ganz genau richtig. Das heißt, das Thump, 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 Thump von der Bassdrum Soundcheck entfällt somit. Auch super einfach zuzuweisen sind die Monitore. Da klicke ich hier auf diese Monitor-Taste und dann habe ich diese leuchtende Grafik hier. Und dann sage ich einfach, das ist okay, der Monitor für den Sänger, der will sich selber hören. Und der will ein bisschen Snare hören. Da leuchtet hier auch dieser Encoder auf, den mische ich dann auch rein. Während der Schlagzeuger, der will unbedingt seinen Bassisten hören. Aber auf keinen Fall den Gitarristen und vielleicht noch seine Bass. Und somit kann ich dann sehr einfach eine Monitormischung machen. Wenn ich einen iPad habe oder mehrere iPads sogar, kann der Musiker auf der Bühne seine eigene Mischung, Monitormischung machen mit einem iPad. Gleichzeitig kann ich auch rausgehen in den Zuschauerraum und eine Mischung
vom Zuschauerraum aus machen. Mit einem über WLAN. Über WLAN, ganz genau. Da wird einfach ein Dongle hier eingesteckt in den USB-Port. Und damit kann es losgehen. Und das Letzte, was dann bleibt, ist dann halt der Perform-Modus, wo ich meine Verhältnisse entsprechend einstelle, der verschiedenen Instrumente, wo ich auch schnell zugreifen kann, Sachen solo schalten kann und stumm schalten kann. Und somit macht das Mixen oder wird das Mixen schnell, visuell und für die meisten Musiker, die sich selber mischen müssen, von der Bühne aus, eine ganz großartige Sache. Eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, ist diese Record-Funktion hier, denn ich kann diesen Mixer auch benutzen, um alle 16 Eingänge, die hier reingehen, direkt aufzunehmen, entweder auf SD-Karte, auf USB-Drive oder per USB direkt in den PC oder Mac. Dann wird das quasi mein Audio-Interface und ich habe 16 Spuren in 24-Bit-Qualität unkomprimiert und könnte das zum Beispiel direkt mit Cubase oder mit Pro Tools aufnehmen und bearbeiten für meine Live-CD, die ich natürlich dann ab jetzt immer rausbringen werde nach jedem Konzert. Wow, also kann jedem Konzertteilnehmer direkt danach einen eigenen Mix geben zum Kontrollieren und dann im Proberaum ausschimpfen dann bei der nächsten Probe. Zum Beispiel, oder man nimmt das einfach Stereo auf dem USB-Drive und händet die nach dem Gig aus. Tolle Merchandise-Idee. KISS hat das ja schon mal vorgemacht, glaube ich. Ist wahr. Ja, ist er wieder auf eine gute Idee gekommen, der Herr Simmons. 16 Eingänge hast du gesagt. Ich sehe hier XLR bzw. Kombi-Buchsen. Und also kann ich alles anschließen von der Akustikgitarre über Mikrofon, geht alles dran. Und erkennt das Pult dann auch, glaube ich. Genau, richtig erkannt. Und wenn ich irgendwas ändern will, ist das auch überhaupt kein Problem. Wenn ich hier gucke, dieser Sänger hier, das ist ja gar kein Sänger, das ist, was ist das denn heute? Heute ist es mein Bassist. Dann kann ich ihn hier als Bassist ändern mit dem entsprechenden Preset im Hintergrund. Also es gibt vorgefertigte Presets, dass ich gar nicht groß irgendwas einstellen muss. Ich sage einfach, das ist ein Bass, der soll einfach standardmäßig so klingen. Und dann habe ich einfach fertige Sachen da drin. Richtig, und außer den Favoriten, die ich hier hatte, habe ich eine große Anzahl an verschiedenen Basskonfigurationen oder eigentlich Instrumentkonfigurationen, sodass für jeden im Prinzip das Passende dabei ist. Vocals, Female Vocals, Male Vocals, Headsets und so weiter. Das ist also für jedes Instrument eigentlich abgedeckt. Was ich mich noch gefragt habe, ist, wenn wir jetzt E-Gitarre drin haben, wenn wir Bass drin haben, ihr seid bekannt für Modeling, habe ich auch sowas wie einen Potter eingebaut? Direkt eingebaut nicht, nein. Okay, also da brauche ich weiterhin dann mein eigenes Gerät, wo ich dann drüber spiele und den als Amp praktisch dann benutze. Ja, das ist also weiterhin noch so, das ist Standalone, einfach nur ein Mischer für jeden, der sowas braucht. Jetzt sehe ich hier oben jede Menge Ein- und Ausgänge, unter anderem auch den Line 6 Link, den kennen wir ja schon von euren Amps, von der neuen Serie. Und damit kann ich jetzt auf die neuen Boxen gehen, richtig? Ganz genau richtig erkannt. Wir haben zusätzlich zu dem Mischpult auch noch die Stage Source Speaker-Systeme, Lautsprechersysteme, die wir als flexibelste Lautsprechersysteme der Welt quasi titulieren. Und damit kann ich auf der digitalen Ebene bleiben, denn der Line 6 Link schiebt sowohl Daten als auch Audioinformationen durch. Und da wird dann automatisch erkannt, ob das ein Floor Monitor ist, ob es wo die Crossovers sind. Und das ist dann quasi ein komplettes System, das miteinander spricht. Okay, lass uns mal die Boxen anschauen. Die stehen hier drüben. Da sehe ich, es gibt Bässe und es gibt Tops. Und die Tops sehe ich aber auf dem Boden liegen. Und es gibt bei den Tops noch ein Pult nebendran. Ganz genau. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, war die Idee, ein flexibles System zu haben. Und im Prinzip habe ich hier ein System, das einen integrierten Mischer hat mit eingebauten Effekten. Wenn wir hier rumgucken, sieht man hier direkt zwei Eingänge, die ich benutzen kann mit parametrischem EQ, Effekte, Hall und Modulation bzw. so ein Chorus-Doppler-Effekt. Interessant, Feedback-Suppression. Da wird automatisch durch 12 Frequenzen gegangen und geschaut, wo Feedback entstehen könnte und entsprechend angepasst. Und wenn eine Akustikgitarre mit Piezotonabnehmern anschließt, der kann dann direkt mit diesem Akustikmodeling etwas mehr Wärme und Body hinzugeben. Okay, das ist jetzt so die Anwendung für den Singer-Songwriter, hier mit dem Mikro drauf oder hier mit der Akustikgitarre, da mit dem Mikro drauf. Ich habe gleich einen Hall mit dabei, ich kann ein bisschen Chorus auf meine
Piezo-Gitarre draufnehmen und dann stelle ich das Ding einfach so standalone hin. Richtig, das ist auch perfekt für ein Kneipen- oder ein Coffeehouse-Gig. Der nächste Schritt ist, das Ganze natürlich dann skalierbar zu machen, denn wir sehen, das hier ist ja kein Coffeehouse, sondern ich habe das kombiniert mit einem weiteren Top und zwei Subwoofern hier. Das heißt, es ist möglich, am Freitag quasi in der Kneipe zu spielen und am Samstag im Bierzelt, wenn ich halt dieses als Komplettsystem kombiniere. Und das gibt mir natürlich eine tolle Flexibilität. Wir hatten vorhin schon über die Möglichkeit des Floor-Monitors gesprochen, denn dieser Speaker ist ein bisschen intelligent. Er weiß, ob er steht oder ob er liegt und macht entsprechende Anpassungen, was EQ angeht, was den Throw angeht. Wenn er zum Beispiel als Monitor liegt, dann wird er direktionaler. Wenn er steht, wie hier, dann hat er einen schönen weiten Throw, der ideal ist, um eine PA-Beschallung zu machen und so weiter und so fort. Das heißt, er denkt also mit... System, was wir vielleicht alle ein bisschen kennen von unseren Smartphones. Ob ich so rum oder so rum halte, das Bild ändert sich automatisch und der macht hier eben kein Bild, klar, sondern der ändert dann einfach die Art und Weise, wie die Frequenzen wiedergegeben werden. Wunderbar erklärt. Das ist also Bestnote für diese Erklärung. Das als Gitarrist? Ja, erstaunlich. Wenn ich dann natürlich hingehe und das mit dem Line 6 Protokoll verbinde, könnte ich zum Beispiel sagen, hier ist mein Speaker Nummer 1, verbinde den mit dem Line 6 Kabel. Und damit werden die Effekte automatisch Stereo. Der weiß automatisch, wo links und rechts ist. Alle Signale, Stereo-Signale, die ich reingebe, werden auch entsprechend ins Stereo-Spektrum verteilt. Das heißt, auch da sprechen die beiden wieder miteinander. Und je nachdem, welche Elemente ich da hinzufüge, zum Beispiel die Subs, da wissen die automatisch, wo die Crossover-Frequenzen sind und so weiter. Also ganz, ganz cooles, interessantes Zeug. Also interessant finde ich daran vor allen Dingen, dass du praktisch vielleicht zwei Boxen und zwei Bässe dir kaufst und das Mischpult und jederzeit überall damit einsetzen kannst. Egal, ob du jetzt, wie du sagst, Coffeehouse unterwegs bist oder halt wie hier in der Situation richtig fett, fast schon Line Array mäßig das Ganze aufbaust. Es ist immer das gleiche System und es funktioniert immer gleich. Also sehr, sehr durchdacht und vor allen Dingen, man muss auch sagen, dann preisgünstig, weil du brauchst nicht 5 Systeme kaufen. Sicher, das ist halt immer so ein bisschen das Problem, dass kleine Systeme nicht skalierbar sind aufs Große und richtig fette Anlagen für 600, 700 oder für 10.000 Watt, die kannst du dann halt schlecht in deiner Kneipe benutzen. Und das macht dieses System im Prinzip einmalig. Wow, einmalig ist auch eine weitere Neuheit, die ihr anzubieten habt. Die steht drüben. Gehen wir gerade mal rum. Jetzt haben wir hier gerade zwei Jungs am Schrauben, aber ich denke, wir kommen gut dran. iPad haben wir schon angesprochen, ist mittlerweile in aller Munde, wenn es darum geht, in der Musik das einzusetzen. Und natürlich, wenn man Keyboarder ist, braucht man irgendwas, wie man seine Noten reinkriegt und seine Sounds abrufen kann. Und dafür habt ihr jetzt die richtige Lösung. Genau, wir nennen das Ganze Mobile Keys, nämlich einmal in der Version von 25 Tasten und 49 Tasten. Und das ist für uns im Prinzip das erste Tri-Platform-Keyboard, also Tri-Platform. Ich habe noch kein gutes deutsches Wort dafür gefunden, aber es funktioniert im Prinzip auf drei Plattformen, nämlich dem iPad oder iOS-Geräten, Mac und PC. Das Besondere daran ist, dass ich einmal die Stromversorgung vom Gerät selber habe. Das heißt, ich brauche kein zusätzliches Power Supply mehr, was dann tatsächlich beim 25-Tasten-Modell tatsächlich mobil ist, ohne Ende. Einfach mit dem iPad, GarageBand und einem Mobile Keys 25 kann ich direkt die Produktion starten. Ist Core MIDI-fähig, das heißt, funktioniert wunderbar mit GarageBand-Applikation und kann dann das gleiche Keyboard nehmen und in meine normale Workstation, meine DAW einbinden. Die Tasten sind in Normalgröße anschlagsdynamisch. Ist auch ein Unterschied, dass ich hier nicht diese kleinen Tasten habe, sondern ein schönes Spielgefühl, schön gewichtet auch. Und habe dann die üblichen Verdächtigen wie Modulations- und Pitch-Wheel und Anschlüsse für Expression- und Sustain-Pedal. Und habe ich richtig verstanden, nicht nur für iPad, auch für iPhone? Genau, richtig. iPhone, iPad in den verschiedenen Ausführungen. Am besten schaut mal auf unserer Webseite nach, was Kompatibilität angeht. Okay, dann brauche ich also die Standardsituation, man sitzt im Park und hat die Hit-Idee, das Ding und vor allen Dingen, dann kann ich gleich noch hier da tragbar Mobile-In für meine Gitarre, kann ich auch noch anschließen und dann nehme noch ein paar Riffs auf GarageBand auf. Absolut richtig, das ist auch tatsächlich für Leute, die
Ich sag mal, es gibt ja einige, die so ein bisschen Filmmusik machen oder die Sachen, die ihren Kunden was vorspielen wollen, auf dem iPad zum Beispiel, oder Ideen erarbeiten und nehmen das dann mit nach Hause ins Studio zum Beispiel und verfeinern die Ideen dann bis zum fertigen Produkt. Und da ist sowas natürlich ideal, weil die Stromversorgung halt vom Gerät kommt und es wirklich tatsächlich mobil ist. Wow, okay. Zwei bzw. drei schöne Neuheiten. Gitarrenmäßig habt ihr die Variaxen weiterhin hier. Die kennen wir schon vom letzten Jahr. Kommt noch was Schönes gitarrenmäßig? Ich würde sagen, wir bleiben mal gespannt. Er verrät es wieder nicht. Okay, wir bleiben gespannt und hoffen auf den Sommer. Mal gucken, was ihr euch noch einfallen lasst. Ansonsten sind wir ja schon verwöhnt mit neuen Pod, neuen Amps und neuen Variaxen, die immer noch super geil sind. Guckt euch das Video an. Man kann da eine Menge rausholen. In Verbindung HD500 mit einer Variax brauchst du eigentlich nichts mehr, um glücklich zu sein. Außer vielleicht jetzt die neue PA dazu. Ja, also im Zweifelsfall natürlich. Wir haben im Prinzip, mal ohne das, ohne Ironie und sowas, es sind schon tolle Tools für Leute, die halt Musiker sein wollen, sich auf Performance konzentrieren wollen und nicht unbedingt einen Lehrgang in Tontechnik, beide, ja, zu machen. Und das ist natürlich schön, weil die Idee ist zu sagen, von kreativen Inspiration bis hin zur Performance so schnell wie möglich, ohne irgendwelche Stolperfallen, irgendwelche Stops und so weiter. Und ich denke, dass Produkte wie zum Beispiel der Mixer dabei helfen, schneller Musik zu machen, Spaß zu haben und kreativ zu sein. Sich nicht beschäftigen zu müssen mit irgendwelchen SAE-Lehrgängen, die wir natürlich auch toll finden, aber man will einfach losrocken, darum geht's. Vor allem rocken muss es. Chris, vielen, vielen Dank für die Zeit und ich wünsche dir noch eine schöne Messe.